Er hackt einfach. So. Ja, ihr Lieben, also was müssen wir jetzt machen? Anderen Hinweisen nachgehen? Ghost Town? Begib dich zum Afterlife? Nein, das machen wir nicht. Ruf Judy an. Ich meine, ich könnte mit Judy noch... Weißt schon, ne? Wie umschreibe ich das jetzt am besten? Eine Romanze anfangen. Es ist ja sogar das, was man machen würde. Grünes geht auch mega gut mit Mozzarella und Tomate auf Brot. Oh, das stimmt. Ja, das geht auch gut. Als wir in Edinburgh waren im Urlaub, April, Anfang April, da hatte ich bei dem einen Café, wo wir gefrühstückt haben, hatte ich ein Sandwich mit frischer gegrillter Hähnchenbrust auf einem grünen Pesto, jetzt wo du das sagst. Und da haben sie auch, glaube ich, Mozzarella mit drauf geklatscht. Es war auf jeden Fall sehr lecker. Sehr delicious. Sehr guter Stuff. So, und ich frage mich mit Judy. Nein, ich hatte die Romanze mit Judy auf dem anderen Charakter. Wir machen den Fight Club hier. Komm. Beschäftige dich. Ja, ich muss so ein bisschen warten, bis... Oder ich mach Psycho. Oh, komm, wir machen ein bisschen Action. Wir machen ein bisschen Action, Chat. Wir machen ein bisschen Action. Ripper Dog wollen wir auch, ich weiß. Aber wir machen ein bisschen Action. Nebenmission. Kann ich die irgendwo sehen? Das hier ist Cyber Psychosis. Hier vorne. Ja. Wir haben einen Plan. Ripper Dog, Cyber Psychos, auseinandernehmen. Richtig Gönnung, ja, das war. Auch sehr schön dort. Im Urlaub. Oh. Nein. Ja, ansonsten, ihr Lieben, überlege ich gerade so eine Zeit, wann wir noch in Dragon Ball Z einsteigen. Wie gesagt, wir sind direkt an der Buu-Saga, ich habe das schon mal gecheckt. Man hat dann so den Timeskip mit Gohan, ihr wisst es ja, ne? Nach Cell war erstmal Ruhe, bis Buu kam. Und erinnert euch an die Abenteuer des Saiyaman, oder? So, da plus minus steigen wir ein. So. Also gucken, wann wir das am besten machen. Ich fühle mich irgendwie so schwach. Rakus, hast du getan? Hast du auch zu viel gegessen? Hast du zu viel gegessen? Auch überfressen. Oh Gott! Sorry! Der Regen! Der Regen! Okay, drei Leute. Oh. Was ist das? Wie, du hackst mich Waffenglitch? Achso, und Cyberpunk. Ja, das ist... Es soll knackiger, ne? Ich habe Kommentare gelesen, es soll jetzt knackiger sein. Man muss jetzt gucken, was man macht. Deswegen ist vielleicht auch echt nur bad, dass mein Charakter hat, der so ein bisschen drin ist, bevor man ins DLC geht. Ich glaube, ich muss auch nochmal echt spaßenshalber meinen anderen Charakter auspacken. Ich heute habe, also generell natürlich. Um zu gucken, wie der Katana-Maniac-Build jetzt funktionieren würde. Falls der noch funktioniert. Aber ich denke schon. Hoho! Ich denke schon, dass er das tun würde. Was ist hier eigentlich? Komme ich hier rein? Hier ist eine Cam. Ja! Anrufen. Sollte eigentlich, ne? Ja, ich glaube, es ist jetzt echt... Also, ich glaube, Build Diversity ist da. Es ist gefühlt... Also, von dem, was ich jetzt so gesehen habe, mit den ganzen Stats und Effekten, die jetzt alle irgendwie die Gegenstände haben können. Build Diversity ist wahrscheinlich noch höher als vorher. Man muss halt nur jetzt auch sich die Sachen zusammensammeln und machen, ne? Also... Oh mein Gott! Ich dachte, ich hätte was aus der Wand rausgeschossen. Nee! Okay. Ja. Aber ey, bei der Gelegenheit, wo wir gerade bei Builds sind, ihr könnt ja mal in den Chat hauen, was ihr so gespielt habt für Builds. Was ihr so alles rausgehauen habt. Also ich hatte halt Main Katana, super athletisch gewesen. Und auch halt dann halt so Shotgun, Sniper Rifle einfach genommen, was gerade da war. Aber halt vor allem Katana.
Und das so richtig. Der erste noch so stealthig. Und dann aber zack, 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 zack. Wie so ein Berserker von A nach B gesprintet, gedodged. Und einfach alles zerschnetzelt, was bei drei nicht auf den Bäumen war. Ich unterschätze es. Hat noch eine andere Waffe so eine, ich sag mal, Bumskraft? Also außer es ist natürlich jetzt ein Granatwerfer oder so. Dann natürlich Granatwerfer, Raketenwerfer, natürlich so viel Wumms. Wumms, Bumskraft hier. Ihr wisst, was ich meine. Aber ja, das ist also ich unterschätze das regelmäßig. Da glaubt man immer erstmal nicht. Ach, hier bin ich. Ja, hier irgendwie was. Problemviertel? Na gut, es gibt viele Problemviertel. Draco, Bild. Stealth mit Revolver und Sneak Attack Bonus. Konnte alle One-Shotten. Der One-Tap-Revolver? War das das? War das das? Wovon du vorhin erzählt hast? Genau, Fluxer war so Sneaky Breaky. Silence Pistol und Sniper auf Stealth Crits für One-Shot. Ja, das ist auch geil. Das ist auch. Ja, so auf Crit gehen wir auch noch ein bisschen ruf. Oh, wer bist du denn? Hallo. Ich wollte nur erstmal. Zu wem gehörst du? Warum bist du. Blazer? Ach, deine Waffe ist eine Blazer. Keine Zugehörigkeit gesucht, denn. Vandalismus auf Konzerngrund, Vertrieb mit Herrscher Pharmazeutika. Ja, geil. Erst der Ripper Dog und dann. Das Leben hat eh keinen Sinn. Hey. Ich brauche ein Implantat. Mhm, und? Wie und? Du bist doch ein Ripper, oder? Ja, für meine Leute. Wird sich für dich lohnen. Ach ja? Wie sehr wird sich's lohnen? Bra. Okay. Auf jeden Fall sehe ich hier zwei One-Shot-Builds. Finde ich schon mal gut. Ja, beide auch auf Stealth quasi und Crits. Aber einmal mit Revolver. Das ist ja aber dann Revolver. Du sneakst dran, schießt, dann macht's laut Bumm und dann stirbt aber alles, oder? Weil Revolver ist immer laut, glaube ich. Genau, das ist ein Silence Pistol Sniper. Ja, ich muss mal gucken, dass wir uns auch noch wieder sowas Schönes ranholen hier. Was hat denn der Kollege hier? RAM Upgrade. Erhöht die Regeneration der Speicherkapazität. Ja. Ja, ach nee, das haben wir sogar. Nee, warte mal, ist es equipped? Stopp. Halt, stopp. Warum ist hier ein Häkchen? Haben wir die? Die haben wir. Das hatten wir. Nee. Ich bin irritiert. Hatte ich schon mal gekauft? Ja, ich muss es nicht kaufen. Ach, der Preis steht noch da, weil das generell der Wert ist. Ach, ich bin ein. Also. Na gut. Kostet doch 20 Punkte, aber macht halt auch gut Boni, denke ich. Ja, Schaden pro Attribut. Ja. Ansonsten, was hat denn der noch so? Persönliches EIS. Ein gegnerischer Quick-Hit wird automatisch aufgehoben. Not bad. Die Regeneration. RAM-Upgrade. Speicherpunkte, wenn du einen Gegner neutralisierst. Achso. Warte mal. Weg. Das ist auch ein RAM-Upgrade. Ah, der Roll. Ah, da, Revolver hat noch explosive Schüsse. Aber wenn die Gegner dich nicht sehen können, ist es egal. Ja, gut, ja. Dann denken sie sich nur, was? Muss der Wind gewesen sein. Mhm. Bioconductor ermöglicht kritische Treffer für deine Quick Hacks. Ja, aber Digi, das ist. Also, nee. Aber, hier so ein Brett. Warte mal, 8 und 8. Oh, dann könnte ich die beiden reinschallern hier. Gib mir das. 10 Scheine? I don't care. Ich kann nicht zweimal das. Oh, ich. Ja, gut, wie die Quick Hacks. Mann, es ist. Ich dachte, ich mache jetzt hier, wisst ihr? Ich dachte, ich mache jetzt hier. Ja, ich wollte richtig viel RAM haben. Ich wollte den Rechner hier mal upgraden, ne? Hier, das hier hören. Denkste Puppe. Und hier habe ich jetzt zu wenig zu, ja. Abklingzeit, Cyberware, ja, das ist mir eigentlich egal. Aber guck mal, dann kann ich das verkaufen? Ich kann es verkaufen. Ja, komm, Abfahrt. Arme. Monodraht haben wir, lass ich erstmal. Skelett. Universalbooster. Mhm. Knochenmark, Nahkampfschaden. Ausdauerkosten im Nahkampf. Oh, denk dran, wir wollen boxen gehen, ne? Das wäre actually für die Questline, aber 14 Scheine. 14,5 Scheine. Mhm.
Parabellum. Bonus durch technische Fähigkeit. Okay. Scarabeus. Nee, aber wir nehmen das einfach mal mit, um die Quest zu machen, so. Zack, ich bin jetzt committed zum Boxen. So sieht's aus. So sieht's aus. Hast aber nur einen RAM-Slot, kannst du wohl nicht mehr einsetzen. Ja, nee, das ist... Nee, ich meine hier, das... Nee, guck mal, hier, da sind vier mindestens, du. Da sind mindestens vier, du. Also, nee, ich weiß auch jetzt nicht, wie viel ich da insgesamt habe an RAM. Müssen wir gleich mal gucken. Arme boosten wir ein bisschen. Fluxer schreibt gerade noch Gorilla-Arme. Boxen einfach Gorilla-Arme. Ja, aber, ach, das habe ich ja... Da müsste ich das kurz vor dem Fight machen. Einfach Gorilla-Arme. Aber zählen die? Ist das okay? Weil Monodraht oder so dürfte ich auch nicht benutzen, oder? Nicht, dass die dann sagen, ey, das ist aber nicht. Du musst dein Chrom noch rausnehmen, Kollege Schnürschuh. Und dann denke ich mir, shit, warum hast du jetzt so viel Geld dafür ausgegeben? Oh, 7, 6, MK3, der hat neue Decks. Der hat neue Decks. Beim Scannen Quick Hacks gegen Gegner und Geräte auszuführen. Dauer für alle Kampf Quick Hacks. Unterstützungsmodus, Kontrollübernahme. Quick Hack Schaden. Monodrahtschaden pro verbrauchten Speicherpunkt. Waffenschaden gegen Gegner, die von anderen Quick Hacks als Kampf Quick Hacks betroffen sind. Ja, und das ist hier Raven Micro Cyber. Mehr Entfernung über die Shit verbreitet wird. Nee, das ist schon. Ich glaube, dann wäre das hier schon ganz gut. 24.000. Na, was halte ich denn davon? Eieiei. Jetzt die Frage, ob ich gleich noch eine höhere Stufe nehmen kann, aber. Nö, ach, ich skippe die blaue. Nö, wir skippen das. Wenn wir noch Gorilla-Arme kaufen, 70.000, das geht später richtig ins Geld. Die großen, teuren Sachen, da bist du. Das, nee, da sind wir schnell weg. Das wären nur Upgrades dafür. Nee. Man muss nämlich auch gucken. Weil das ist ja jetzt hier die blaue Kategorie, ne? Danach kommt lila. Schon der sehr gute Shit. Und dann kommt noch legendärer Shit. Und wenn ich mich recht entsinne, war es vor dem Update so, die Ripper-Dogs, jeder von denen hatte irgendwie ein... Na, wie sagt man? Eine Kategorie, eine Art, eine Klasse an Equipment, die sie auf der legendären Stufe verkaufen. Wenn du genug Street-Cred hast... ich weiß nicht, ob das auf Level 50 sein muss. Ich glaube, ja. Deswegen bin ich immer so ein bisschen angehalten. Ihr kennt das selber, ne? Weil dann kauft man jetzt, macht man jetzt. Jetzt kommt ja auch der große Scheiß. Benutzen könnte ich sowieso nichts mehr. Naja, wie ihr wollt, ne? Das ist manchmal, man muss gucken, wo man bleibt. So, und dass du das so ein... Bringt mich noch um! Ja, und dass du hier so sitzt, so... Ne, weiß ich nicht, kann ich dich... Na ja, gut, okay, wir lassen dich mal. Ist das ein Geschütz? Das ist ein Geschütz. Ah, das ist aus. Ja, das ist aus. Ja, ich hab das arme Geschütz getötet. Oh, da vorne steht was. Hallöchen. Was ist denn jetzt schon wieder? Da haben die einen Drive-By gerade? Warte, wollten die einen Drive-By machen? What is happening? Ich bin irritiert. Alles XP, Guys. Und Coolness. Assassine, 26 schon. Was ist denn hier? Assassin. Lila Loot. Der Ding. Tippt ja schon auf gesamte Itemkomponente. XP. Jawohl. Okay, wir holen uns ein Auto. Da ist es. Hello there! Üben wir nochmal. Ne? Schneiden wir raus. So, und dann fahren wir jetzt, wie besprochen, wir sind Ripper Dog durch. Wir fahren hier zur Cyber Psycho Something Attack. Und dann gucken wir auch mal, dass wir uns um den Boxclub kümmern. Wir gucken mal, wie weit wir noch ohne Gorilla-Arme kommen. Mit den, hier Gorilla-Armen des Todes. Bossfight auf jeden Fall, da brauchen wir die auf jeden Fall. Ich habe keinen Hirnschaden, es tut mir leid. Der Wagen ist neu, ich muss nur einfahren. Ja. Macht der Gewohnheit. Das muss man sein Üben. Nee, aber wir gucken mal, wie weit wir kommen ohne Gorilla-Arme. Sollten ja nicht verboten sein, sind nicht verboten.
So. Ach, hast du geschrieben, my bad. Gorilla-Arme sind halt immer nur... sind halt immer noch nur Fäuste. Kennen die mich gerade? Ich hab mich auch verpasst. Genau, nee, Gorilla war mal okay. Ach so, weil die es auch benutzen. Benutzen sie? Arnolf, ich habe irgendwo in ihrer Nähe Kontakt mit einem Fahrzeug verloren. Ja, aber nee. Ich guck mal. Genau, und hier ist dann nämlich auch das Finale von dem Boxfight in dieser riesigen verlassenen Mall, die jetzt... Ich weiß gar nicht, welcher Fraktion gehören. Also welche hier herrscht. Mann, die schöne Mall, von der es bestimmt noch drei weitere gibt. Nee, warte, muss schon sauber sein. Nee, da stehen wir zu sehr auf der Linie, warte mal. Sauber. So, und jetzt haben wir in 100 Metern. Das kommt mir auch bekannt vor. Das ist alles schon mal gemacht. Genau, wollte ich auch gerade sagen. Da oben ist ein Sniper. Ich komme nicht einfach raus. Tja, da sind sie. Herzlichen Glückwunsch. War es das wert? Auf einer Skala von 1 bis 6? Ich würde sagen, eine dicke 6. Wir wissen wohl beide, was als nächstes passiert. Klar, was bist du denn? Stellamin vermisst dich. Ich soll dich abschalten. Ihre Probe wurde verarbeitet. Wir können mit dem Haupttest beginnen. Komm schon, mach die Sache nicht unnötig schwer. Nach dem nächsten Test wartet eine Überraschung auf dich. Aber ich verrate nichts. Nur so viel. Mist, zu weit. Ah, Scheiße. Surprise, Motherfucker. Ja, Sudden Delamer. Ja, fuck. Holy shit. Ja, müssen wir dann nochmal vorbei. Ja, muss aufpassen. Ja, es war schon wieder, glaube ich, zu nah dran fast. Ich meine, ja, kein Schaden genommen, aber... Es war knapp. Oh, warte mal. Der Sniper hier von denen hatte eine blaue Waffe, ne? Power-Präzisionsgewehr. Feuerrate? Power nicht so meins, weil wir haben ja smart, aber ist eigentlich auch egal. So. Wir kommen hier rein dann, ne? Ja. Wie? In der Nähe der Gym gibt es eine Passage, wo ständig Leute verschwinden. Finde heraus, was da vor sich geht. Und verschwinde nicht selbst. Aye, aye, Captain. Finde den Cyberpsycho. Nee. That ain't it, Chief. That ain't it. Das ist ein Item in der... Ah, da. Okay, also die Frage ist, wie ich das Brett aufkriege. Tor. Haben wir. Obdachlos, keine Reaktion. Todesursache von großkaliberiger Munition getroffen, wahrscheinlich von einem Geschützturm. Wahrscheinlich von einem Geschützturm. Ist nicht die Mad Lad mit dem fetten MG in der Hand? Oh Gott, hier ist noch einer. Ja, wahrscheinlich ein Geschützturm. Aber wo war der Eingang? Das war doch so ein übelst breites Monster. Oh, das war dieser Sicherheitsgeschützturm. Ja, vielleicht habe ich das so falsch genommen. Aber das hier, warte mal, das haben wir gerade alles abgefrühstückt, ne? Okay, wenn ich ein versteckter Eingang wäre. Wo wäre ich? Hm.
Lex Talionis. Ist die Quest. Oh, da steht er einfach da vorne dann rum? Wie war denn das nochmal? So, Geschütztürme, ja, die sind aber kaputt hier. Ich glaube, der stand da vorne. Oh, mir war so. Aber vielleicht täusche ich mich da auch gerade. Nee. Finde den Cyberpsycho. Der kann ja auch nicht so weit weg sein. Also, der kann ja nicht... Hallo, wer steht denn da? Ich hätte doch die Sniper Rifle drauf lassen sollen. Oh, oder wir können ja Aufsätze benutzen. Was ist das? Kurzes hier. 0,4 zusätzlicher Zoom, 0,7, 0,6. Das sind keine guten Zielfernrohre. Na gut. Nee, das ist er nicht. Oh. Hallo? Ich hab nichts gehört. Ja, warte mal. Wir pingen erstmal. Oh, in Zeitlupe. Vier Leute. Nee. Da hinten stehen welche. Verseuchung machen wir mal. Und ein Optikneustart. Ich weiß wo. Warnung, was? Ja. Rate, wo ich hinziele. Los, hinaus! Bist du der Crazy Scavenger, gesucht in der City? Ich weiß nicht, ob der das... Okay. Was auch immer du hast, das gefällt mir nicht. Nein, du warst es nicht. Trotzdem nicht so geiles Setup, was ihr habt, Jungs. Das ist alles ein bisschen... Warum liegt da einer auf dem... Okay, Gefriertruhe. Alter, hier sind... Die schmeißen die Leute hier weg. Ich hab keine Ahnung, was das sein soll. Was das bedeuten soll. Aber... Tür? Das ist eine Tür. So, das war auf jeden Fall auch nicht der Ort, den wir gesucht haben. Das ist was Grünes. Damn, son. Mir war es, als wenn die Tür dann aufgeht und aufgebrochen wird und einer rauskommt mit einer fetten Knarre. Ich glaube, irgendjemand hat einen Geschützturm zertrümmert und läuft mit dem MG davon rum. Aber vielleicht irre ich mich auch. Und mir war so. Ich kann es einfach aufmachen, ich Esel. Ah ja. Wieso denke ich auch immer kompliziert und muss jetzt einen Schalter finden? Man kann doch auch so ein Ding einfach mal... Nein. Die Punkte haben sich so schnell bewegt. Ach, das sind Drohnen, oder? Verseuchung geht nicht. Kurzschluss. Nice! Damn, Kurzschluss ist gut gegen die Roboter. Wer hat's gedacht? Gegen die Drohnen. Tja, wer hätte das gedacht, Jungs? Wer hätte das gedacht? Aber nichtsdestotrotz. Nope, okay, das war der Boss. Was sind die Bosse? Das ist nur Roboter. What the hell is happening? Hey.
dich nicht, ne? Ben DeBellion. Hackst du immer noch? Er hackt einfach. Okay, er war committed. Er ist sehr committed. Quick Hack Komponente. Durchsuche die Umgebung nach Informationen. Ja. Und hacke ein bisschen. Und verdiene vielleicht ein bisschen Geld. Okay, wir fangen wieder an. 55 E9 ist schon mal raus. Oder. Also. Weißt du? Achso, Puffer habe ich noch. Ja, dann halt so. E9, 7A. Aber ich habe doch. Okay. Ja, dann halt nicht. Ich war mir sicher, ich würde da jetzt das Richtige angehen. Aber dann bin ich nicht das Richtige angegangen. Na gut. Ja, ich dachte diesmal, ich dachte diesmal, ich habe nicht von oben nach unten. Geht nicht. Ja, okay, machst du Mitte? Nee. Dann hat es unten nicht gezählt. Aber es gab jede Menge Komponenten. Jesus Christ. Gut stuff. Naja. Oh, wait, such Informationen. Ach, da hinten. Hättest du es gefällt oder einfach gelebt, hättest du neu starten können? Ja, vermutlich. Oder es ist wahrscheinlich so. Das nochmal? Ja. Ich muss mit den Konsequenzen leben. Mit weniger Loot. Ich steck voll in der Scheiße. Lesen wir mal. Hey, ich habe Scheiße gebaut. Wollte diesen Penner, den ich angehört habe, die Birne verbrutzeln, keine Zeugen und so. Und ich wollte nicht die Unmengen zahlen, die der haben wollte. Aber der hatte defensives Chrom und hat überlebt und mich voll fertig gemacht. Dann ist Netwatch aufgetaucht und die Party ging richtig los und ich bin gerade rechtzeitig aus dem Net, bevor die mich gegrillt haben. Verfickter Scheiß, ey. Hab mich, du weißt schon, wo verkrochen und mein Hirn macht Gymnastik in meinem Schädel. Ich sehe überall Scavs, aber ich weiß nicht, ob die echt hier sind oder nicht. Muss mir irgendwie helfen, Mann, bitte! Ach du, war halt nicht so eine, weißt du? Schick Regina eine Nachricht über die Attack. Wird gemacht, Chef. Regina Jones. Netrunner? So, hier, zack. Ich habe ihn auch nur ausgeschaltet, ich kann ihn mitnehmen. Schick jemanden vorbei, um ihn abzuholen, der muss ja echt halb durchgedreht sein vor Angst. Weil ich glaube, das gibt doch immer mehr, wenn man dem leben lässt, oder? Die Psychos. Ist halt oft schwierig, weil das crazy Typen sind, die dich rund machen können, wenn sie wollen. Ich meine, wenn es funktioniert, why not? Das finde ich gut von dir. Kein ständiges Neuladen von Games. Ja, das geht auch nicht. Also, nee. Weißt du, ich meine, irgendwo ist auch Schluss. Aber da, Props an dich. Danke dir. Nee. Das muss nicht sein. Wenn man halt einen Bossfight verliert und den dann nochmal neu laden muss, dann ist es natürlich so. Weil man den ja schaffen möchte. Aber ansonsten... Hm...